Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos sagte Sims. Oh. Und ich hoffe auf der einen oder auch anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, die Hoffnung, die immer mitschwingt. Und wir sind immer noch dabei, hier das Zimmer zu designen. Wir müssen, wie gesagt, auch hier erstmal das Farbschema finden, was ich hier gerne hätte. Da bin ich gerade am Überlegen, dass wir das hier vielleicht bräunlicher gestalten. Genau. Hier haben wir braun, braun, braun. Da ist das dann grün. Und jetzt will ich mal kicken, was wir hier noch Schönes rankriegen. So, das war der Boden, Boden, Boden. Boden haben wir fertig. Wir gucken mal auf die Wandgeschichte. Genau, Wandgeschichten. Und da sollte ja theoretischerweise, was ist denn das hier? Wandtattoo, wunderschöner Gitarrenhals. Nein, bestimmt nicht. Nee, das wäre mir ja sogar... Hier, warte mal, so ein Geist hier, so ein Traumfresser. Ich bin ein Traumfresser. Hier, ist so, hier, das ist die 8-Bit-Version, die springt dann immer so. Und dann ist so jetzt Soft-Version, HD extra exklusiv, ja. Nee, auch nicht. Das Einhorn Unicum. Es sieht so selbstgemalt aus. War aber so groß ist der Junge ja noch nicht, dass der sowas selbst malt. Hä? Was haben wir denn sonst noch? Da haben wir die Dino-Geschichte, die wir ja früher hatten. So Bäume hier vielleicht mit reinbringen. Das wäre eine Idee. Gucken wir mal. Bäume in verschiedenen Farben. Hier sowas zum Beispiel. Das wäre doch eine Idee. So ein kleines Bäumchen ist doch ein Träumchen. Mal sehen, dass wir den hier schön hinpflanzen. So. Da ein Bäumchen. Vielleicht auf der Seite hier noch ein Bäumchen rauf. So, was haben wir denn sonst noch? Hier so ein Vogelsgeil. Voltkreaturen, Wandtattoo Wind. Ah, der Vogel ist geil. Der Vogel ist geil. Kriegen wir den größer? Oh ja, wir kriegen den größer. Ja, das ist doch eine schicke Geschichte. So, was haben wir denn da? Voltkreatur noch mehr. Was haben wir denn da für Viecher? Und da sind auch nochmal Viecher. So eine Art Affe, ein Schweinchen, die Schildkröte, weiß nicht. Kriegen wir da nochmal so eine Schildkröte hin? Kann ja auf dem Boden sein. Ach, die geht nicht tiefer. Naja, das ist aber blöd. Nee, die sieht so gewollt und nicht gekonnt aus. Was haben wir denn da noch? So ein Fisch ist blöd. Hier, der Fuchs ist nett. Ah, falsch. Nein, den wollte ich nicht. Hier. Yeah. Ah, der geht ein bisschen tiefer. So, okay. Machen wir den dahin. Was haben wir denn sonst noch? Warte mal, die machen wir nochmal weg. Die machen wir nochmal weg. Den Nöbelömse hier oben, den machen wir dahin. Das stört er nicht. Dann machen wir den ein bisschen so hin. Den Baum ein bisschen so hin. Na, dann machen wir so ein bisschen. Na, so ist okay. Jo, was haben wir denn sonst noch? So Kristalle. Nee, der sieht blöd aus. Der sieht aus wie gewollt, aber wieder nicht gekonnt. Was haben wir sonst noch? Halt, was ist das da? Nee. Definitiv nicht. Irgendwas lustiert noch? Nö, eher nicht. Gut, okay. Dann haben wir das. Das nächste, was wir machen, ist hier so ein Gebömse. Hier, sowas hier. Was haben wir denn da? Hoch hinaus. Das ist eher sowas nochmal. Das könnten wir tatsächlich hier drin machen. So Ballons. Dann haben wir hier. Ja? Hoch über den Wolken. Da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Mobbles kleines Jenny. Dann eher so einen erdigen Farbton.
mobbeles kleines Jenny. Können wir einfach mal da drüber setzen. Ist vielleicht ganz lustig. Müssen wir mal schauen. Die Farb Theory. Ah, das ist der Teppich sozusagen. Okay, ich verstehe. Kalender, dafür ist der Junge noch zu jung. Hier Schmetterlinge. Nachthelle Schmetterlinge. Rechts macht Nachthelle Schmetterlinge links. Hier könnten wir ja mal schauen. Ich glaube, die leuchten. Oh ja, die haben sogar Strom. Oh, das ist ja mal geil. Die sehen cool aus. Vielleicht aber eine andere Farbe für den Jungen. Wartet mal. Was haben wir denn sonst noch für Farben? Obwohl, die könnten auch so dunkel sein. Da ist auch wieder so mit bei. Okay. Die sind nicht sehr, finde ich, sehr blass. Die bringen echt nochmal Farbe rein. Boah, gute Frage. Ich tendiere doch echt hart zu denen hier. Was haben wir sonst noch? Die sind blass. Nee. Oder die. Schwierig. Nee. Achso, wir können auf der einen Seite die machen und auf der anderen Seite die machen. Wo die gefallen mir besser mit diesen leicht rötlichen Tönen drin. Hey, ihr merkt, das wird echt nicht einfach. Gut, okay. Was haben wir denn noch? Oh Gott, der Husten lässt nicht nach. Brotdose Mamam. Ja, so weit ist er noch nicht. Der geht noch nicht in die Schule. Hier hätten wir so ein Tier. Der nennt sich Gieraffe. Also der ist ganz schön gierig, der Affe. Der sogenannte Gieraffe. Kann man mit der spielen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was steht denn da? Der krummbeinig stampfende Gary bringt den Kindern bei, wie wichtig es ist, sich seine Merkwürdigkeit zu bewahren. Und vor allem, wenn man eine komische schwarze Zunge hat. Was, der hat eine komische schwarze Zunge? Boah, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Was hat denn der? Der hat noch andere Farben. Alter, eher die farbige, wa? Ja, der kommt besser zur Geltung, hä? Der kommt besser zur Geltung, hä? Komm mal hier rein, hier. Kleine Gieraffe, du. Anti-Aufstiegsballons. Ach, die sind solche Leuchtelemente. Okay, ich verstehe. Was haben wir sonst noch? So eine Jardinen. Jardinen, Walde, Jardinen. Da können wir doch was mit Green machen. Oh, Wolken, genau. Wolken, das geht immer. Wolken. Das ist der Wolkenkuckucksheim. Wo sind die denn da, die Wolken, ey, ja? Das sind die Wolken, das kann man so mal machen, dass die Wolken da dran sind. Das, was ich aber auf alle Fälle noch machen will, das ist hier ein bisschen... Ja, da springt der direkterweise so rüber. So ist er doch noch mal ein bisschen näher dran, ne? Boah, alter Falter, ey. Nee, das bringt gar nichts so. Das müssen wir so lassen. Oder wir machen die Wolken hier. Wenn das der Wolken auch hätte. Dann lassen wir mit der Wolken so. Wir machen immer mal der Wolken so. Der Wolken ist ganz gut. Der Koala-Bär. Ihr könnt dann eine Koala-Bär machen, ja? Oh, den machen wir einfach mal da so hin, der Koala-Bär. Haben wir nicht irgendwelche anderen Stofftiere noch? Jetzt müssen wir mal gucken, Stofftiere. Autos eher noch nicht so weit. Was haben wir denn sonst noch? Was ist denn das da?
Der Lama-Mama. Der ist so groß. Der sieht auch nicht gemütlich aus als Stofftier. Tut mir leid. Hase, panischer Marienkäfer. Der panische Marienkäfer. Der ist klein und niedlich. Den können wir mal hier so ransetzen. Ja, der geht. Boah, der ist putzig. Den kann man machen. Wolkentag. Ah, das ist so geil. Das passt ja. Ey, das ist ja super geil. Warte mal, wir machen das hier mal weg. Und dann haben wir hier nochmal eine Wolke. Das ist doch mal eine geile Beleuchtung. Ja, das kann man sagen, was man will. So, machen wir hier mal so, drehen. Ja, so mal so drehen. Den hier so drehen. Den hier einfach mal so drehen. Okay. Was haben wir noch? Kiste. Was ist denn das? Gute Nacht Lichtlein. Boah, das kann er machen, wenn er irgendwann mal jugendlich ist. Das ist hier nochmal ein Einhorn-Spardose. Also sparen kann man nie früher noch anfangen. Ne? Können wir die auch drehen da drauf? Ich weiß es nicht. Ja, wir können die drehen. So, okay, das haben wir. Dann haben wir Spielzeug für Kleinkinder. Yes. So, da braucht man natürlich eine Katze. Das ist der Fräulein Mounds. Fräulein Mounds. Hallo, Fräulein Mounds. Kommen Sie mal hier hin. Dann haben wir einen Teddybär. Das ist Blarfi. Nur für Kleinkinder. Kommunikation. Für Kinder selber ist dann Kreativitätsfähigkeit und Sozialfähigkeitsgedönse. Ich denke, wir lassen den klassischen. Ach, das ist der groß. Das ist ja ein riesen Teddy hier. Müssen wir mal kicken. Entchen. Nicht nur im Wasser. Dann nehmen wir klassischen Yelp. Klassischen Yelp geht immer. Was ist denn das? Ling, Ding, Schmetterling. Nö. Allein wegen den Namen, da bin ich ganz hart drauf. So, nur für Kleinkinder. Bewegungsfähigkeit, Denkfähigkeit, Stapelklötze geht auch immer. Machen wir einfach mal hier eine Seite. Wir gucken mal, wie sich das Baumhaus für kleine Knirpse. Nur für Kinder. Boah, das ist irgendwann später was für Jarte. Ne? Müssen wir mal kicken, ob wir den Frühling hier noch erleben. Was haben wir sonst noch? Tablets greift Käse hoch. Nee, dafür ist er noch zu jung. Manfred, der Mampfer. Spielzeugkäse, Kitzkäse, sag ich. Kiste für Rotzlöffel. Das wäre eine Idee. Was haben wir denn? Da haben wir mal eine Katze, wie es aussieht. Dann eine Börse. Auch mal sowas in der Art. Einen Bus. Was mit Wachsstifte, nochmal ein Käfer, was Süßes mit so Dinger drauf, polizeimäßig. Was sagt denn Barfi das Monster? Barfis Monster ist Barfis Monster, weil Barfi das Monster. Ich denke mal, wir nehmen die Katze. Das ist eine Katzastrophik. Da ist auch sogar der Schwanz zu sehen, ist ja lustig. So, dann machen wir hier die kleine Maus davor, kleine Katze davor. Das ist dann irgendwie niedlich, ja? Das muss ich echt sagen, da haben die sich was einfallen lassen. Also, es ist. Lampen. Ja, lampentechnisch sind wir hier versorgt. Ja, das ist soweit in Ordnung. Das sieht echt in Ordnung aus, lampentechnisch. Das. Passt. Hier, so war nochmal. Wandlampe, Koala der Verteidiger. Ja, so eine Nachtlampe nochmal, mit der Kleine hier nicht weint. Oh, die ist aber sehr groß. Hier habe ich eher gehofft, dass sie kleiner ist. Was ist denn das? Stinkt normales Wandlicht. Ja, die geht ja auch nochmal, aber das passt nicht so richtig ins Konzept. Was ist denn sonst noch hier? Alles so ein Gedöns. Was ist denn das? Flower Power. Ach, das ist so eine. Die man irgendwo so hinstellt.
So, Ene, nochmal. Dann können wir die hier ein bisschen rüberziehen. Jo, hä? 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ey. Das wirkt, ey. Was haben wir sonst noch hier? Oh. Ganz schöne Menge. Ganz schöne Menge. Was haben wir denn hier? Privates Tagebuch enthält geheime Träume und Wünsche. Herumschnüffeln, Geschwister, Finger weg. Ich denke, das ist nicht verkehrt, wenn der Junge sowas hat. Gucken wir mal. Mal so eine schöne Farbe, irgendwie sowas. Ey, der ist der King of the House. Er sieht irgendwie geheimnisvoll aus. Das wäre eine Idee. Nö. Hier, so was hier. So, damit der Junge irgendwann mal seine eigenen Dinge aufschreiben kann, die der Rest der Welt nicht angeht. Spieltisch für Kinder, weck das Lama nicht. Gut, das kommt im Teenage-Alter. Wenn die ganzen Experimentierkästen kommen. Kreativ-Kunsttisch oder Aktivitätswunderland für Kinder. Alter Falter. Aktivitätswunderland, kreativ. Alter. Wo will man das da alle lassen, bitte? Das ist ja Wahnsinn. Das wird ja ein richtig volles Zimmer hier. Obwohl, es kann auch theoretischerweise einfach direkt mal im Raum stehen. Genauso wie der Kreativ-Wunderland, bla, sowieso verlammöbelmöbelmöbelmöbelmöbel. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach mal so. Mal komplett neues Designkonzept. Einfach mal was so in den Weg gestellt, in den Raum hinein, ne? Hoppala. Um einfach mal so komplett mal aufzubrechen mit so einer gewissen Ordnung. Ja, versteht schon, was ich meine. Warte mal, dann kommt die Maus einfach mal hier hin. Oder warte mal, die können wir einfach mal hier vorne. Oh, die geht sogar da rauf. Ah, geht der Käfer da auch rauf? Nee, da will er nicht hin, weil da ist Schlafplatz. Dann machen wir das mal so hin. Okay. Weil ich will dann den Bär sicherheitshalber aus der Ecke haben. Weil ich nicht weiß, ob das Kind nachher da durchpasst. Ja, das ist hier gerade ein bisschen mit Tetris. Fehlt nur die Melodie dazu. So ist ja, da passt es definitiv durch, da passt es durch. Hier sind nochmal die Klötzchen, die Klötzchen, die Klötzchen, Klötzchen, Klötzchen. Kann man die auch irgendwo mit raufpacken, so rein theoretischerweise? Nee. Okay, dann kommen sie dahin. Und wir sehen uns dann morgen wieder. In alter Frische, hoffentlich. Und dann schauen wir mal nochmal nach, ob ich im Zimmer hier was vergessen habe, ob das soweit in Ordnung ist. Und ja, und dann geht's im Spielmodus weiter. In dem Sinne euch allen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und in dem Sinne, ciao, ciao und cheerio.